So, Leute. Da sind wir wieder. Meine Wahl fiel auf Kai dann, der jetzt das hier öffnen darf. Beziehungsweise kurz schließen. So. Und dann geht es direkt weiter. Da sind nämlich auch Feinde. Mal rein in die gute Stube. Okay, hier liegen Leichen. Zumindest erstmal eine. Erste Hilfestation. Flinte, Pistole, Sturmgewehr. Friss das! Gut. Barriere, Barriere, Immunität. Und so. Deshalb wollte ich Liara kennen, aber ja, wegen Singularität beispielsweise. Uiuiuiui, das ist bedauerlich. Neuralschock. Schildboost und die beiden nochmal Barriere. Schilde deaktiviert. Ist er betäubt und in Stase, wow. Oh, ein Scharfschütze. So, mittelschwer. Ich kann halt wieder Zeug loswerden. Ja, dann kann ich anfangen zu verkaufen. Dann können wir uns ein paar schöne Sachen vielleicht mal kaufen. Diese ganze Spectre-Ausrüstung beispielsweise. Die ja bisher unerschwinglich zu sein schien.
Und wieder Stasen da reinschneiden. Hui! Hat ihn nicht so sonnig tangiert. Offenkundig. Gut, dann muss er jetzt gehoben und geworbt werden. Okay. So haben wir das auch. Oh, das ist noch gut geschafft hier in der Aufnahme. So, nochmal eine einfache Überbrückung. So, links geht's nicht weiter. Gehen Sie weg! Ich will nichts von Ihnen. Ich will nichts als diesen Bastard. Bitte! Er ist verrückt! Mr. Toombs, Sie sind verrückt! Sie... Es ist der Corporal! Corporal Toombs! Sie können nicht lügen! Nicht heute! Heute kommt alles ans Licht! Was kommt ans Licht? Ich bin ganz Ohr, aber Sie müssen die Waffe runternehmen. Sie verstehen es nicht! Ich will niemanden töten. Ich will nur schlafen können, ohne schreiend aufzuwachen. Ich will, dass man die Leute, die mich nach Arkuse geschickt haben, vor Gericht stellt. Ist Ihnen denn nicht klar, dass Toombs verrückt ist? Erschießen Sie ihn! Aber wenn das nicht möglich ist, muss ich mich damit zufrieden geben, die Männer zu töten, die mir mein Leben genommen haben. Was hat der Doktor Ihnen angetan, Corporal? Wir waren auf Arkuse, als die Dreschlunde angriffen. Meine ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die Dreschlunde. Die Wissenschaftler haben sie studiert. Sie sorgten dafür, dass sie uns angriffen, um es zu studieren. Ich wachte in einer Arrestzelle wieder auf. Die Wissenschaftler waren hocherfreut, dass ich überlebt hatte, da sie ihre Tests an jemanden durchführen konnten. Über welche Art von Tests reden wir hier? Sie dürfen Toombs nicht glauben. Er kann nichts beweisen. Ich verlange einen fairen Prozess. Hatten Sie schon mal Dreschlundsäure in Ihren Adern? Ich schon. Sie wollten sehen, was sie bewirken kann. Sie gehören zu einer Organisation, Cerberus, die viele derartige geheime Tests durchführt. Sie haben mich wie ein Versuchskaninchen behandelt. Das ist Gerechtigkeit. Dieser Mann verdient den Tod. Werden Sie mich nun erschießen oder nicht? Sie sind nicht so tief gesunken, Toombs. Sie sind nicht wie Sie. Sagen Sie mir nicht, wer ich bin. Sie sind mit ein paar Kratzern und einem schaurigen Ruf davongekommen. Der Rest der Einheit ist gestorben. Und ich wurde jahrelang gefoltert, Shepard. Sie können nicht über mich richten. Sie haben nicht das Recht dazu. Toombs, hätte ich Ihnen auf Arkuse helfen können, ich hätte es getan. Aber ich kann Ihnen jetzt helfen, wenn Sie mich lassen. Okay. Ich bin kein Mörder. Sie konnten mich auch zu keinem machen. Hauptsache, er wird vor Gericht gestellt. Vielleicht werden die Schreie jetzt aufhören. Ich weiß es nicht. Diese Schweinehunde können Ihnen jetzt nicht mehr wehtun. Joker, lassen Sie die 5. Flotte wissen, dass wir ein Schiff für eine Abholung benötigen. Zu Befehl, Commander. Toombs starrt stumpf zu Boden, verloren in seine Erinnerungen. Sie geben dem Wissenschaftler einen Schubs in Richtung Tür. Ihre Mission ist beendet. Ab hier werden die Allianzgerichte übernehmen. Und wir können sogar den Bunker direkt verlassen. Sonst müssen wir immer rauslaufen. Aber ich denke mal, dass jetzt keine... wichtigen Gegenstände mehr waren oder so. Ja, haben wir den Kepler-Randsektor da auch fertig, seht ihr? Ja. Oh, da ist ein... Das ist noch ein Mineral. Das holen wir uns noch. Zum Abschluss dieser schönen zweistündigen Aufnahme. Ich habe jetzt schon 4 Stunden Last of Us 2 aufgenommen. Und jetzt nochmal 2 Stunden Mass Effect. So.
Hä? War ich zu langsam oder was? Ja, anscheinend. Kurzer Sekundenschlaf. So, Palladium. Alles klar, dann sind wir hiermit durch. Genau, den Squad können wir gerade noch machen. Dann profitieren die beiden ja auch davon, logischerweise. Ah, die Stase kann ich auch mit der Liara später machen, das ist egal. Dann machen wir hier lieber Strotflinte. Gut, erstmal natürlich die Fitness. Und Barriere, komm, die ist auch wichtig. So, Ihmchen. Gut, der kann auch Stase. Na, Neuralschock nochmal auf Meisterhaft pushen. Ja gut, vorbildlich sieht so ganz gut aus, auch wenn wir schmeicheln und nicht weitermachen können, aber ist erstmal nicht schlimm. Ja, Erste Hilfe können, wie gesagt, die Partner machen, die eigentlich in der Regel dabei sind. So, das haben wir alles noch gesammelt. Können wir alles noch nehmen. So, dann kehren wir erstmal zur Normandy zurück und sehen dann weiter. Gut, Tagebuch. Also. Tote Wissenschaftler, sie sollen jetzt Admiral Hackett davon unterrichten. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich habe Ihren Lagebericht gelesen, Commander. Ich bin froh, dass Sie Dr. Wayne bei lebendigem Leibe festnehmen konnten. Nun können wir ihn vor Gericht stellen und einige Antworten erhalten. Corporal Toomes scheint seinen Frieden gefunden zu haben. Hoffentlich kann ihm die Therapie wieder ein normales Leben ermöglichen. Danke nochmals für Ihre Hilfe, Commander. Fünfte Flotte Ende. Ja, so sind wir. So, Kepler-Ran-Sektor ist erledigt. Bedeutet, im nächsten Part... Da können wir eigentlich schon mal hinreisen. Zum Armstrong-Nebel. Eine Nachricht von den hohen Tieren auf Arcturus. Ich stelle sie durch. Normandy, hier spricht Admiral Hackett. Wir wurden gewarnt, dass es im skyllianischen Randsektor verstärkt zu Geth-Aktivitäten kommt. Überwachungsdrohnen haben Geth-Außenposten auf 4 verschiedenen Planeten im Armstrong-Cluster entdeckt. Wir brauchen jemanden, der sie ausschaltet. Wissen wir denn, was sie wollen? Das ist schwer zu sagen. Sie könnten einfach nur Informationen über uns sammeln, oder sie machen sich bereit, um Kolonien der Menschen zu attackieren. Es könnte die erste Welle einer Invasion sein. Hoffentlich nicht. Wir brauchen jemanden, der dem nachgeht, Shepard. Saren zu finden bleibt ihre oberste Priorität. Aber sie haben bereits gegen die Geth gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Geth-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Normandy. Admiral Hackett, Ende. Okay, ist dann doch eine größere Geschichte. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir müssen es ja irgendwann machen, dann machen wir es jetzt. Also nicht jetzt, sondern demnächst. Gut, alles klar. Also, Geth-Überfälle. Haben mit dem Aufbau einiger kleiner Außenposten im Armstrong-Cluster des skyllianischen Randsektors begonnen. Sie müssen diese Außenposten vernichten, bevor diese Überfälle in eine reguläre Invasion münden. Vernichten Sie alle 4 Geth-Außenposten im Armstrong-Cluster. Die Außenposten befinden sich in den Systemen Gagarin, Tereshkova, Hong und Wamshi. So, das war die VI. Lokaler Cluster. Das machen wir auf dem Weg zur Citadel. Das ist das Datenpad, was wir der Nasana bringen. Datenpads fehlen uns noch eine. Oh, Ligamail, uns fehlen noch ein paar. Was mich ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Weil wir haben ja schon so viele Planeten erkundet. Emblem fehlen noch 2. Asari-Schriften 3. Schwermetalle, Leichtmetalle. Oh, seltene Erdelemente. Okay, da fehlen noch ein paar. Ja, Pferdekopfnebel, das machen wir, wenn wir uns Richtung Noveria begeben. Vermisste Marines, dann müssen wir zurück zur Citadel. Ja, und der Fans auf der Citadel. Aber ich habe das damals eigentlich immer so gemacht, da ich nach einer Hauptmission zur Citadel bin. Aber jetzt müsste ich eigentlich, oder ich mache im Pferdekopfnebel soweit alles fertig. Bis auf Noveria und geht dann zur Citadel. Na gut, die... Was waren da noch? Was waren das die Piraten, ne? Das ist doch das mit dem Garut, ja. Bei den Garut, den können wir ja... Da machen wir das so. Da machen wir die Pferdekopfnebel-Sachen fertig. Bis auf Noveria, gehen dann zur Citadel.
geben die ganzen Missionen ab, also erfüllen die quasi die ganzen Aufträge. Eventuell nehmen wir neue an, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß aus dem Stegreif. Und kehren dann frisch gestärkt zu... Das heißt, wir begeben uns nach Noveria. Also würde ich jetzt mal denken, na gut, Armstrong... Oder ich lasse Armstrong erstmal offen und mache erst Pferdekopfnebel. Ich glaube, ich mache das auch so, damit wir mit der Hauptmission langsamer vorankommen. Da würde ich im nächsten Part zum Pferdekopfnebel reisen, mache die Helena Blade-Geschichte, mache die Garrot-Geschichte, kehre danach zur Citadel zurück, gebe wie gesagt alles ab, kehre zurück nach Noveria, habe ich schon wieder gesagt, kehre zurück, mache das fertig und danach, bevor wir uns nach Wörmeyer begeben, machen wir den Armstrong-Nebel. Ja, das klingt doch, glaube ich, ganz gut. Dann begebe ich mich schon mal zum Pferdekopfnebel, ja. Machen wir jetzt noch schnell. Gut. So, in Pax befindet sich Noveria, Strenuus, das waren die mit den Piraten. Fortuna ist Helena Blake. Perfekt. Ich sag mal zwei Parts. Also im überübernächsten Part werden wir uns dann, denke ich mal, nach Societal begeben. Also will ich auf jeden Fall noch vor Noveria machen. Weil die Mission mit Armstrong-Nebel da, die müssen wir ja nicht groß vorher, also irgendwo abgeben auf der Citadel. Unbekannt. Oh. MSV Majesty. Ah, okay, das sind die Piraten, ja. Haben wir die auch schon gefunden, seht ihr? Komm, dann können wir das noch schnell machen hier. Dann können wir nämlich im nächsten Part direkt auf der... Wie hieß das Schiff? Majesty starten, sozusagen. Das heißt sozusagen, wir können da eigentlich schon direkt starten. Ich kann mich direkt dahin begeben jetzt. Anti-Tara. Helium 3. So, haben wir noch Juntori, oder ne, Juntorl. Medaillon des Aliada-Ordens. Xavin hatten wir, ne? Ja. Ne, dann gehen wir zur Majesty und werden dort im nächsten Part dann starten. Die Majesty ist ein menschliches Modulas-Schiff der Kofflung-Klasse. Das Schiff ist ein Wrack. Alle Abteile sind offen und dem Weltraum ausgesetzt und der Fusionskern leckt. Die Schäden scheinen durch Massenbeschleunigerbeschuss anderer Raumschiffe verursacht zu sein. Eine schwache Spur radioaktiver Partikel, wahrscheinlich von einem atomaren Unterlichtgeschwindigkeitsantrieb, hat sie auf den nahegelegenen Planeten Xavin geführt. Ah, seht ihr? War mein Gedanke doch richtig. So. Es ist ja kalt. So, unser Team besteht dann aus Rex. Kommen wir hier mal die Tali mit. Muss ja beide Shotgun schützen. Auch interessant eigentlich. Ja gut, die Tali kann ja auch Pistole nehmen. Okay Leute, dann sehen wir uns hier an der Stelle beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!